Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstag bei den Anti-Corona-Demonstrationen will die Politik Konsequenzen ziehen. Der Ältestenrat soll noch in dieser Woche über die Sicherheit des Parlaments beraten. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch ein. Hunderte Demonstranten waren am Samstag mit Reichsflaggen auf die Treppe des Gebäudes gestürmt. Gläsern ist die Kuppel über dem Reichstagsgebäude ein Symbol, eine bewusste Botschaft. Was hier im Bundestag passiert, ist transparent. Zugang soll der Bürger haben. Und das muss so bleiben, beeilt sich die Politik heute zu betonen. Der Bundestag dürfe keine Festung sein. Aber war er am Samstagabend genug geschützt, als radikale Demonstranten die Absperrungen durchbrechen und auf die Treppe des Reichstags stürmen? Auch mit der schwarz-weiß-roten Reichsflagge, ein Symbol von Rechtsextremisten und radikalen Reichsbürgern. Auf das Entsetzen folgt die Aufarbeitung. Das sind beschämende Bilder. Klar ist, dass der Deutsche Bundestag durch die Polizei Berlin geschützt wurde und zu keinem Zeitpunkt ungeschützt war. Bilder von einer Antifa-Gruppe auf Twitter geteilt. Kurz sieht es so aus, als schützten lediglich drei Polizisten das Gebäude, ehe Verstärkung anrückt. Und das sind die Beamten. Der Bundespräsident hat sie eingeladen, lobt ihren Mut, stellvertretend auch für alle 3000 Polizisten, die am Samstag den Demodienst verrichteten. Unerträglich, verabscheuungswürdig, nennt Steinmeier die Bilder von der Reichskriegsflagge auf den Stufen des Reichstages. Und wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt, macht sich mit ihnen gemein. Das Sicherheitskonzept überdenken will auch der Bundestag, wenn der Ältestenrat am Donnerstag zusammenkommt. Grundsätzlich gilt um den Sitz des Bundestags eine befriedete Zone, eine Art Bannmeile und ein Demonstrationsverbot, das an sitzungsfreien Tagen aber außer Kraft gesetzt werden kann. Erste Stimmen kommen aus der Union und von den Grünen, die eine Verschärfung der Bannmeilenregelung wollen. So etwas muss man meines Erachtens im Bannmeilengesetz entsprechend regeln. Und aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, dass unmittelbar am Reichstag und vor dem Reichstagsgebäude demonstriert wird. Allen ist klar, die Bilder vom Wochenende dürfen sich nicht wiederholen. Und die Verfassungsorgane müssen geschützt sein. Aber vielen ist auch klar, die Transparenz, die Nähe zu den Entscheidern, die Chance, den Politikern buchstäblich auch auf die Finger zu schauen, das alles ist elementar für die Demokratie.